Ja, herzlich willkommen hier im Kulturreferat. Ich freue mich ganz besonders, dass dieses Projekt Frei sein, nicht allein jetzt bereits über der Halbzeitpause sozusagen sich befindet. Denn als wir vor 2 Monaten starteten, wussten wir nicht genau, wo dieses Projekt landen wird, wie viele sich daran beteiligen werden und welche Reichweite wir damit auch erreichen. Uns war aber wichtig, die Künstler zu unterstützen. Und deshalb freut es mich ganz besonders, dass wir zusammen mit den Kooperationspartnern der Mittelbayerischen Zeitung, dort sei speziell dem Chefredakteur Manfred Saurer gedankt, und dem Theater Regensburg, dort sei insbesondere dem Intendanten Jens Neundorf von Ensberg gedankt, dass wir hier dieses Projekt gemeinsam auf die Reise schicken konnten. Ja, ich hoffe, dass auch Sie tagtäglich unsere Videos verfolgen, genauso gerne wie ich es tue, und eine wunderbar bunte, breite Kulturlandschaft hier an Künstlern entdecken. Es ist auch beachtlich, da wir mehr als 10.000 Menschen mit einzelnen Videos erreichen, was ein enormer Erfolg ist und natürlich ganz besonders die Künstler freut. Die Aktion läuft noch bis 5. Juli. Ich hoffe, Sie bleiben dran, klicken Sie sich hinein und entdecken Sie die Regensburger Kulturlandschaft.